Hallo Leute, da sind wir wieder. Star Wars, lange her. Yeah. Mit Marvin. Woo. Und diese Woche nur zwei Folgen, da wir das wieder so aufrunden wollen in den normalen Zyklus. Ja, und dann nächste Woche wieder fünf. Wie gewohnt. Vielleicht haben wir schon mal erklärt, warum eigentlich. Was? Verfolgst du mich eigentlich gerade? Ja. Warte mal kurz, bleib mal kurz stehen, bleib mal kurz stehen. Nicht so viel bewegen, danke. Behindert? Ja. So. Ja, kommt mir auch so vor. So, okay. Haben wir denen eigentlich schon gesagt, warum? Warum was? Warum wir das machen? Was? Star Wars? Let's Play? Nein, nein, warum wir nicht so oft hochladen. Hab ich doch gerade gesagt. Nein, ich meine, warum es überhaupt aus dem Rhythmus rausgegangen ist. Ja, das haben wir auch schon gesagt. Na, aber kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Marvin war krank. Deswegen hatten wir nicht die Zeit für alle Folgen. Ja, wann war ich denn krank? Ach, ich war ja krank. Stimmt. Du hattest doch hier, keine Ahnung, jetzt in Husten oder diese Pussys. Ach komm, dann ich schlitz gleich auf. Nein, ich kann nicht. Auf jeden Fall haben wir dann nur drei Folgen. Da wir wieder fünf haben wollen, so einen Zyklus wiederkommen wollen, sagen wir jetzt zwei und dann nächste Woche wieder fünf, dass das wieder in die Routine kommt. Wir hoffen, ihr verzeiht uns. Sie klangen uns so an. So, was müssen wir hin? Ja, ich weiß nicht, du rennst hier wohl lang. Ja, okay, wir sind gut schon Glück richtig. Einfach mal mit. Wo bin ich hier? Ich habe gerade keine Orientierung. Wir müssen hier lang. Schön unter die Schlucht her. Ich glaube, hier irgendwie, wir sind falsch, aber naja. Nein. Ah doch, wir sind richtig. Klar. Ich schwöre, wir sind richtig. Wir müssen nur noch dem Weg hier folgen. Was ist das? Warte mal. Ich glaube, das sind Lichtschwertkristalle. Achso. Die kann man irgendwie mit den Gefährten abbauen. Später irgendwann. Oder ist es abonnentenbedingt? Eins Moment. Ich lasse mal abonnentenbedingt. Scheiß Abonnenten! Bin ich hier überhaupt richtig? Weiß ich nicht. Du bist schon neben mir, also kannst du nur richtig sein. Ich bin vor dir. Oh. Lol, bei mir bist du neben mir. Lol, da ist eine Mission. Sehe ich auch. Meine. Wir wollen die Missy. Los! Teilnehmen! Komische Roboter. Sie da, genau Sie, bitte. Mein Kamerad wurde schwer beschädigt, als wir uns dem Feind stellten. Bitte, wir müssen ihn reparieren. Vergeude nicht die Zeit dieser Organismen. Ich bin so schwer beschädigt, dass ich in die Werkstatt muss. Führe Befehl 57-8b aus. Ich kann dich doch nicht einfach hier draußen lassen. Ich bringe dich heil und funktionsfähig ins Hauptquartier zurück, Bruder. Ich muss... Ah, ich weiß schon, worauf das hinausläuft. Wenn du mir im Weg stehst, zerstöre ich euch meine Droide. Ein B6NX wurde ein experimentelles Gefühlsprogramm eingebaut, das wahrscheinlich seine derzeitige Funktionsstörung verursacht. Kameradschaft und Mitgefühl stärken den Zusammenhalt zwischen den Einheiten und verfünffachen damit die Kampfeffizienz. Das zu beobachtende Resultat ist, dass deine Programmierung dich daran hindert, meinen Schaden zu ignorieren und unsere Mission zur Priorität zu machen. Eine deutliche Fehlfunktion. Hören Sie nicht auf ihn. Diese einmal zu verwendende Passierkarte öffnet ein verstecktes Ersatzteilfach auf einem Schrottplatz hier in der Nähe. Dort können Sie einen neuen Motivator holen und dann reparieren, meine Kameraden. Die uns zugeteilte Passierkarte zu benutzen, um mich zu reparieren, wäre Verschwendung. 6NX. Wenn die Organismen helfen wollen, sollten sie die Karte lieber verwenden, um einen Datenstift zu besorgen, der deinem fehlerhaften Gefühlsprogramm entgegenwirkt. Warum denn nicht beides, oder nicht? Ich habe das erste genommen. Kann ich nicht einen neuen Motivator und einen Datenstift finden und euch beide reparieren? Datenstifte und Motivatoren werden getrennt aufbewahrt.
Die Karte öffnet nur eins der gesicherten Fächer. Ich kann keine feindlichen Soldaten mehr angreifen. Einheit B6NX will bloß nicht. Daher besteht die schnellste Lösung darin, sein fehlerhaftes Programm zu reparieren. Jeder Angriff auf diese Widerstandskämpfer hätte dich vermehrter Gefahr ausgesetzt. Das konnte ich doch nicht riskieren. Bitte, nehmen Sie diese Karte und holen Sie den Motivator, um meinen Freund zu reparieren. Bitte, ich kann Sie sogar dafür belohnen. Ich weiß, wo noch mehr Ersatzteile versteckt sind. Und zwar unverschlossen. Da ist für Sie bestimmt etwas Brauchbares dabei. Bestechungsversuch und Verweigerung einprogrammierter Befehle. Eindeutige Fehlfunktionen meines Gegenstücks. Bitte holen Sie den Datenstift, um das zu korrigieren. Was meinst du? Das erste. Okay. Würde ich sagen, und du? Ja, machen wir mal. Dein Gegenstück muss auf jeden Fall neu programmiert werden. Wo finde ich das, was wir brauchen? Den benötigten Datenstift sollten Sie auf dem Schrottplatz hier in der Nähe finden. Mit der Passierkarte, die 6NX Ihnen gegeben hat, können Sie ihn aus dem Schließfach holen. Aber mein Kamerad braucht doch Hilfe! Er braucht einen Motivator! Wow. Also, was machen wir dann zuerst? Ach, wir müssen hier erstmal ins neue Gebiet. Und schön Abstand nehmen. Aber wir müssen die Brücke, denke ich mal. Oder bin ich jetzt gerade vollkommen verkehrt? Komm auf die Karte. Okay. Wo willst du denn hin? Also entweder können wir jetzt entscheiden, machen wir... Oh, Helden 4. Das machen wir, glaube ich, erst später. Ja. Machen wir es als letztes auf dem Planeten am besten. Die Helden. Verkleidung dann. Ja. Müssen wir die da angreifen? What the fuck? Marvel schon voll dabei. Girl, da unten ist noch einer. Sogar zwei noch. Lol. Kommen die denn, ja? Leute, hat schon Medi-Paket dabei. Läuft doch. Das sind unsere. Ich wollte die angreifen. Ich bin richtig, oder? Ja, du bist richtig. Weiß ich doch. Ich wage mal einen Blick auf die Karte. Okay, hier ist auch noch ein Taxi. Das müssen wir gleich mal aktivieren. Ja, ja, machen wir gleich. Jetzt warte doch mal. Der ist fett. Ja. Heute nimmt der balmoranische Widerstand, der von der Exilregierung unterstützt wird, seinen letzten erbärmlichen Atemzug. Das haben wir euch zu verdanken. Schon bald wird die Leiche des ehemaligen Verteidigungsministers Vol Argen unter der Erde erkalten. Ich hoffe, dass ihr euren Dank finanziell ausdrücken werdet. Vielleicht, falls ihr eure letzte Aufgabe erfüllt. Mit Hilfe der Republik hat der Widerstand sich in der balmoranischen Waffenfabrik einquartiert. Die Einrichtung ist gut befestigt, aber nicht unbezwingbar. Nicht, wenn wir so mächtige Patrioten wie euch auf unserer Seite haben. Ich erwarte eure Befehle. Wenn wir euch noch eine letzte Aufgabe im Namen des glorreichen Imperiums aufbürden dürften, wir müssen in die Fabrik eindringen, die Energie abstellen und die resultierende Panik nutzen, um die Sicherheit auszuschalten. Dann kann der Hauptangriff beginnen. Wir strömen ein und löschen den Widerstand aus. Und falls ihr Vol Argen begegnet, tötet ihn.
Es wird so einfach sein, die Kinder einzuschüchtern. Vielleicht. Mit dem Gesicht. Dennoch solltet ihr nicht zu siegessicher an den Auftrag herangehen. Es heißt, die Republik unterstützt den Widerstand in der Fabrik. Diese Leute sind also gut ausgerüstet und ausgebildet. Für jeden anderen wäre das Selbstmord. Und ich käme nicht einmal auf die Idee, einen solchen Auftrag zu erteilen. Aber bei euch habe ich ein gutes Gefühl. Okay. Wird es Blaster? Oh. Okay. Eine Waffe für Sie? Ja, die ist ein Stück besser. Wo ist eigentlich mein Droide hin? Ich hatte doch mal einen Droiden. Hey, da ist er. Okay, da ist ein Job. Ich werde mal kurz ein paar Sachen verkaufen, ne? Wo? Ich finde ihn gerade nicht. Hä? Ist er über uns? Ja, da. Hast du eigentlich noch genug Medikits? Wir sollten mal vielleicht ein paar viele kaufen. Ich habe noch 5 jetzt insgesamt. Ja, aber damit wir auch welche mal nehmen und nicht mal darauf hoffen, dass wir es so schaffen. Weißt du? Ja, okay. Ich habe jetzt... Weil sonst sagt man immer, ah, den will ich jetzt nicht. Ja, ich denke mal, ich habe jetzt 5, die gereichten erstmal. Wenn ich dann welche benutze, hole ich mir neue. Ach so, hier. Ich habe außerdem eine neue Fähigkeit freigeschaltet, habe ich letztens gesehen. Scheiße, wie krieg ich das denn hier? Was? Ich habe gerade so, ich habe eine neue Fähigkeit, die heißt Störung. Wenn ich die aktiviere, werden so starke Angriffe von den Gegnern gestört halt. Was bestimmt auch ziemlich gut ist in so einem Heldenkampf. Kann sein. So, falsch, Medikit. Legen Sie wohl. Hast du alles? Ja. Okay. Dann müssen wir jetzt den Hauptgenerator abschalten. Dann machen wir das auch. Aber erst Taxi aktivieren. Taxi! Wo ist denn der Generator? Alter Schwede, ist ja weit weg. Aufzug. Der Druide. Warum kommt der eigentlich mit? Weiß ich nicht. Lol, wie viele Missionen hier sind. Machen. Der Druide immer noch. Ihr seid ein Sith, oder? Bitte, ich brauche jemanden mit hohem... Jetzt einer von uns. ...für eine wichtige Bergungsmission. Die Republik hat einen unserer Forschungsposten überfallen. Ein Schiff ist mit gestohlenen Plänen für ein brandneues Kampfläufermodell entkommen. Glücklicherweise konnten wir es abschießen. Ich brauche jemand Vertrauenswürdigen, um die Absturzstelle zu untersuchen und diese Pläne zurückzuholen. Auf Marvin warten. Ja, er redet gerade. Und was habe ich davon? Der Geheimdienst bietet eine Belohnung für die Bergung der Pläne. Das ist die Route zur Absturzstelle. Oh, wenn es irgendwelche Überlebende gibt, tötet sie. Bringt die Pläne zur Agentin Nihan. Oh. Sie wird sie in Sicherheit bringen. Danke. Euch zu treffen war ein echter Glücksfall. Ich finde es ein bisschen schade, übrigens, dass die Missionsstellung sich fast nicht verändert. Sehr also, viel. Ja, ich weiß, was du meinst. Warte mal, hier jetzt erstmal alles aktivieren.
Reiseroute bestätigt. Hier ist so ein Computer. Ja, das ist eine Heldenaufgabe, habe ich gerade gesehen. Wollen wir die annehmen oder einfach ignorieren? Erstmal. Ruhig annehmen. Ich würde euch okay. Nur ungern in dieses Lager schicken. Tut, was ihr wollt. Ich bin bereit, für Balmoras Freiheit zu sterben. Ach, hier. Das ist also der Mist, den sie euch eingebläut haben. Ihr seid gesetzlose Reserve. Ja, die, was du gerade gemacht hast, die sind auch wichtig. Für die Schnellreise. Wo verstecken sich ach, die Anführer hier. Ist noch was. Mal kurz, ich muss kurz die deaktivieren. Scheiß Rüde! Guten Tag. Wächter 8, Imperialer Geheimdienst. Ich habe von euren Erfolgen gehört. Ich brauche ein fähiges und diskretes Team. Agent Welt, mein bester Feldagent, hat sich nicht wie verabredet gemeldet. Stattdessen habe ich ein gestörtes Notsignal erhalten. Ich werde Agent Welt nicht aufgeben. Er muss gefunden werden. Er könnte tot sein. Was auch immer das Notsignal ausgelöst hat, könnte Welt bereits vernichtet haben. Trotz eurer Expertenmeinung. Er hat schon schlimmere Missionen ohne einen Kratzer überstanden. Ich kann euch Agent Welts letzte bekannte Position nahe des Hauptlandeplatzes der Republik geben. Aber alles Weitere wäre an euch. Eine belanglose Angelegenheit, aber ich kümmere mich darum. Ich bin froh, das zu hören. Sein Notsignal wurde von diesen Koordinaten ausgesendet. Ich werde ihn informieren, dass er nach euch Ausschau halten soll. Aber vielleicht kommt meine Nachricht auch nicht durch. Viel Glück. Okay, warte. Jetzt haben wir alle Missionen angenommen, ne? Ja. Okay, das nächste ist dann... Crashkurs. Danach machen wir Agent Welt und danach kommt das Ende des Widerstandes. Was greifst du da an? Oh, Gegner! Okay, wir sind gleich da. Oh! Ich wäre fast in den reingelatscht. Aufladen und Medikit bereit machen, Digga. Ach, wir müssen den killen. Denk mal. Also, wie mache ich den Medikit bereit? Ja, einfach unten in die Leiste ziehen. Ach so. Warte mal. Ich guck mal, ob ich uns noch irgendwie stärken kann mit irgendwelchen Fähigkeiten. Ja, das war's auch. Später. Versprochen. Puh, bereit? Ja. Ich schick Wette vor und danach greifen wir an. Ja. Und Angriff. Oh, warte, der hat was fallen gelassen. Mittelschwer. Kannst du haben, wenn du willst. Okay. Oder wollen wir würfeln? Nö. Okay, Was muss ich da machen jetzt? Bedarf oder was? Einfach Bedarf. Ich habe Passen gemacht. Ich glaube... die sind besser, oder? Ja, die waren auch blau. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. 5 Rüstung weniger, aber dafür 5 Stärke und 2 Ausdauer. Stärke ist immer gut. Wert 38. Wert 48. Ich behalte die ich jetzt dann habe. Okay, hast du die Mission auch schon bekommen? Die neue? Welche? Die neue Mission. Die neue Mission. Vom Crashkurs.
Wenn nicht, dann musst du unten neben mir das Ding aktivieren. Den, das hier? Ja. Ich sehe es nicht, ich sehe es. Okay. Okay, müssen wir weiter noch da. Republikanische Wachsoldaten. Okay. Kann man sich den kaufen oder warum folgt der der Druide dir? Keine Ahnung. Ich hatte den auf einmal in meinem Inventar, hab den aktiviert und dann war er da. Einfach aufgeploppt. Keine Ahnung, woher ich den hab. Lol, was ist das denn? Okay, kümmere ich mich nicht drum. Was kann der? Marvin? Hä? Was kann der? Der Druide? Keine Ahnung, ich glaub gar nichts. Der ist nur das, das war. Soll ich verpissen? Wir müssen die Leute hier, glaube ich, besiegen. Und das ist ein Jedi. Lol. Tja, Padawan. Gegen uns übermächtige Sith hat sie keine Chance. So, das Missionsgegenstand. Okay. Einfach weiter draufhalten. Jo, ich habe kein einziges Ding gekriegt. Oh, jetzt hat der eine die alle geplättet. Jetzt müssen wir warten, bis sie wieder spawnen. Ja, wo sind die anderen Pläne? Ach, hier sind welche drin. Wo bist du? In so einem Haus. Oh, toll. Schießen die schon wieder auf uns? Ah. Töten! Warte, das sind hier die Meister. Puh, geil. Warte, was kanalisieren? Warte, ja, wollte gerade sagen. Wir machen es wieder wie gerade. Ich schicke meine Wette vor und dann greifen wir beide an. Okay. Bereit? Bereit. Jetzt. Oh! Null! Wo ist hin? Weiß ich! Null, die hat ein Doppelschwert. Jawohl, ich kann das abbrechen. Ruine, helf doch! Warte. Was ist das für einer? Das ist schwer. 12 Ortmantel. Kannst also du mittelschwer tragen? Ja, sie ist 100 besser als meine. Rüstung. Meine hat 97, die hat 166. Ist 11 schlechter als meine. Dann kann ich den haben? Ja. Cool. Wenn die so viel besser ist. Zeig mal, wie die aussieht. Ja, ich rüste aus. Naja, okay. Da habe ich die Kapuze mehr gefeiert, aber okay. Hat man dein Face nicht gesehen. Lol. Wir müssen noch diese Hauptpläne sammeln. Diese gestohlenen Baumpläne müssen wir noch aufsammeln. Sind die irgendwo? Aber weißt du was? Hä? Das machen wir in der nächsten Folge.
Oh nein. Ach nein. Also, wir sehen uns, Leute. Und bis morgen, wenn ihr wieder Bock habt. Dann sag ich ciao. Hau rein. Ciao.